Hallo und willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim mit dem dritten DLC Dragonborn. Weiter geht's! Den meisten Freunden und Tagelöhnern, die dir folgen, kannst du befehlen, mit der Welt zu integrieren. Sie können Türen öffnen, Objekte aufhalten und bestimmten Orten gehen oder Feinde angreifen. So. Aber einen Sturm Artonarischen habe ich noch nicht gehabt. Cool, hier, der Typ sieht aus wie von den Punchers. Von dem Puncher. Naja, sieht das schon ziemlich aus. Scheint wohl so eine Art Nordhit zu sein oder sowas. Und ein Drache. Mir sehr zu denken. Ich muss zurück nach Temetrin. Ich habe eine große Dinge. Schon bald werden die Haar zurückkehren. Ja! Sein rechtlich beziehbar. Nein, die Drachenseele soll meinen gehören. Nicht du, Mirak. Nein, bitte, bitte. Oder? Richtig Seele? Ich glaube, ich krieg sie. Was für eine Verschwendung eines guten Exemplars. Ich krieg die Seele. Yay! Juhu! Ich krieg die Seele. Danke. So. Jetzt müssen wir noch den letzten Schrei haben. Aschenwächter. Ich bin noch da. Dann mal los. Gut. Wir haben endlich mal eine weitere Drachenseele bekommen, ja. Boah, danke. Aber es fehlt uns immer noch eine Drachenseele. Wegen dem letzten Wort der Macht. Nämlich wilden Beugen. Oh, das Skydorf an der Ostküste Solzheim ist die Heimat eines uralten Nordstammes, der als die Sky bekannt ist. Oh. Episch. Geile Rüstung. Gefällt mir. Aber ich muss doch noch einen Drachen töten. Wie kriege ich jetzt bitte den letzten Drachen her? Apropos, jetzt muss ich schon wieder jetzt muss ich mal überlegen. Ich hab ne Idee. Erstmal meine Waffe wieder mal verstärken. So wie den. Na warte mal, den Dämmerbrecher benutze ich ja kaum mit. Ach ja, ich habe mal wieder was, ich habe was offscreen gemacht, nämlich ich habe zwei Krummsäbel bekommen. Krummsäbel, nämlich Blutschwinge und Seelenreißer. Episch. Meine Mutter war eine Skal, doch sie verließ das Dorf. Ich wurde in Himmelsrand geboren. Hallo, Storn Feldschreiter. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skal haben Schlimmeres überlebt. Ich habe mit Hermeus Mora gesprochen. Er fragte nach den Geheimnissen der Skal. Hermeus Mora. Der alte Hermann Mora selbst. Dann ist er also die Quelle von Miraaks Macht. Natürlich. Bei uns gibt es viele Geschichten darüber, wie Hermann Mora uns zu überlisten versucht, um an unsere Geheimnisse zu gelangen. Und jetzt kommt er wieder, um sich zu holen, was wir ihm lange vorenthalten haben.
Herr Marmora? Warum nennt ihr ihn so? Das ist unser Name für ihn. Der Dämon des Wissens. Er war stets unser Feind. Was sind die Geheimnisse des Skal? Alte Sagen, die von Schamane zu Schamane weitergegeben wurden, seit der Allschöpfer Solstheim vor langer Zeit den Skal anvertraute. Wie man mit dem Wind redet, wie man auf die Erde hört, das sind unsere Geheimnisse. Mit Macht oder Beherrschung hat das nichts zu tun. Aha. Warum sollte Herr Meus Mora hinter euren Geheimnissen her sein? Wir kennen ihn als Herr Marmora, den Dämon des Wissens. Es liegt in seiner Natur, Geheimnisse für sich zu horten. Ihr Wert für ihn ist dabei nicht von Bedeutung. Allein die Tatsache, dass die Skal ihm Wissen vorenthalten haben, hat seinen Wunsch noch gestärkt, es zu besitzen. Er sagte, er würde mir nur das letzte Wort von Miraks Schrei beibringen. So fällt es also mir zu, unserem Erzfeind die Geheimnisse preiszugeben. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, mich ihm zu stellen. Der Baumstein ist noch immer korrumpiert. Das Land ist immer noch aus dem Gleichgewicht. Aber da die anderen fünf wiederhergestellt sind, es könnte reichen. Es muss reichen. Hättet ihr ihm etwa geben, was er will? Ja. Die Legenden des Skal berichten auch von dem Tag, an dem wir unsere Geheimnisse preisgeben müssen und Herr Marmora schließlich gewinnt. Als Schamane ist es meine Pflicht, diese Geheimnisse zu hüten oder zu entscheiden, wann es besser ist, sie preiszugeben. Ich glaube, es ist an der Zeit. Mögen mir meine Ahnen vergeben, falls ich mich irre. Gebt mir das Buch. Ich werde es lesen und selbst mit dem alten Herr Marmora sprechen. Ich sorge schon dafür, dass er sich an seinen Teil der Abmachung hält. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut, Buch. Das hoffe ich auch. Ihr werdet doch dafür sorgen, dass sich dieses Opfer lohnt. Vater, ihr müsst das nicht tun. Dieses Buch ist falsch, böse. Es widerspricht allem, was ihr mich mein ganzes Leben lang gelehrt habt. Ich muss es tun, Freya. Nur so kann Solstheim für immer von Miraaks Schatten befreit werden. Früher oder später muss sich alles ändern. Nichts, das lebt, bleibt auf ewig gleich. Sorgt euch nicht um mich, meine Tochter. Der Allschöpfer hat dieses Schicksal für mich bestimmt. Ich stehe euch zur Seite, Vater, wie immer. Ich bin auf alles vorbereitet, was durch den niederträchtigen Meister dieses Buchs auf mich zukommen mag. Endlich offenbaren die Skal mir ihre Geheimnisse. Ihr Lügner! Nein! Ich werde nicht für euch! So tu doch etwas! Drachenblut! Ihr habt mir das gewünschte Geschenk gebracht. Im Gegenzug
hierzu halte ich mein Versprechen. Wie es sich für einen Prinzen aus dem Reich des Vergessens gebührt. Ich verleihe euch das Wort der Macht, mit dessen Hilfe ihr Mira-Ark herausfordern könnt. Ihr werdet ein würdiger Gegner oder sein Nachfolger sein. Die Gezeiten des Schicksals werden es entscheiden. Alter, warum hast du das gerade getan? Vater, was habt ihr getan? Auf den Gipfel von Apokrya. Geht! Mein Vater hat sich geopfert, damit ihr Mira-Ark vernichten und den Schatten seines Meisters von diesem Land vertreiben könnt. So geht denn. Tötet Mira-Ark und versagt nicht. Das Problem ist, schalte deinen Schreibwillen Boeing frei. Das zeigt mir jetzt an. Und ich habe keine Drachenseele. Das bedeutet, ich muss erstmal was aufs Spiel machen. Also, das wird jetzt hier so weich dauern, bis ich hier einen Drache finde. Bis dahin. Bis gleich. Also, nach diesem epischen Kampf gegen Mira-Ark, gegen den ersten Drachenblut. Also, ich mach kurz Pause. Dann werden wir ja sehen. Kennt ihr diese beiden? Es hätte ein Blitz sein können. Aber der ich glaube, ihr kennt sie. Nämlich, Raum, das sind die beiden gute Vorahnung aus meiner folgenden Part. Und nie aufwachen. Ja. Und dann nochmal. Es gibt keine eine. Dieses Mal es gibt nur eine einzige Lösung. Mehr. Wir müssen Paternox töten. Jetzt war es ganz bestimmt kein Blitz mehr. Es war nicht. Orange. Es ist schlimm. Intensives Orange. Es ist scheiße. Die Farbe von Blut. Man kann nur sagen, und scheiße. Aufgang. Um ein richtiges legendäres Drachenblut zu sein, müssen wir uns entscheiden. Kein Donner, wir müssen Paternax töten. Er hat zwar uns sehr gut geholfen, was ich erkennen sollte, aber wenn wir sehen, gelingt es mir wenn wir es schaffen. Ich möchte meinen hochgelegenen Ort verlassen. Schutz suchen. Wovor? Das weiß ich noch nicht. Wie in Träumen üblich gelingt es mir nicht zu entkommen. Ich muss warten und zusehen. Und am Ende Erkenntnis und Schrecken, Hand in Hand. Das Orange ist Flamme, Hitze. Das Geräusch ein Brüllen, eine Herausforderung in ihrer uralten Sprache. Aber jetzt ist es zu spät für die Flucht. Der Drache erreicht mich. Feuer und Finsternis schießen auf mich. Bevor ich gegen Paternax kämpfe, muss ich Donivir haben. Ja, Donivir. Rapp wie ein Blitz. Und es ist nicht irgendein Drache. Es ist Alduin, der Weltenfresser. Der Drache, der die Lebenden und die Toten gleichermaßen verschlingt. Der ist tot. Den hab ich getötet. Und dann wachte ich auf. In der Hoffnung, dass alles nur ein Traum gewesen war. Aber im Wissen, dass dem nicht so ist. Eines noch. Wir wissen von Paternax. Ja. Er ist in Wahrheit ein Drache, aber er hat mir trotzdem geholfen. Schon gut. Wir haben seine Hilfe gebraucht. Aber jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Und es ist höchste Zeit, dass er für seine Verbrechen bezahlt. Und er ist nicht irgendein Drache. Er war Alduins rechte Hand. Er hat Gräueltaten begangen, die so abscheulich waren, dass sie tausende von Jahren später immer noch nicht vergessen sind. Er muss sterben. Er hat den Tod verdient. Und eure Aufgabe ist es, ihn zu töten. Bis er tot ist... Nun, es tut mir leid, aber wir würden unseren Eid als Klingen verraten, wenn wir euch weiterhin helfen würden. Punkt. Wir haben die Neuigkeiten aus Weißlauf gehört. Dass ihr die Stadt auf dem Rücken eines Drachen verlassen habt. Das ist selbst für eure Begriffe ein bisschen protzig. Da ihr noch lebt, gibt es wohl gute Neuigkeiten, oder? Ja.
Ich bin durch Adolins Portal nach Sorfengarde gekommen. Er ist tot. Bei den Göttern. Das sind bessere Neuigkeiten, als ich erhofft hatte. Als ihr an jenem Tag in mein Gasthaus kamt, hätte ich mir nie vorgestellt, wohin das alles führen würde. Legendäre Drachen. Sorfengarde. Gut. Das bedeutet, wir müssen Patronax töten. Delphine und der Zauberer haben herausgefunden, dass Patronax einer von Alduins Hauptverbündeten während des Drachenkriegs war. Sie werden mir erst wieder helfen, wenn ich ihn getötet habe. Tja, es ist eine scheiß verdammte schwere Entscheidung. Tja, die Graubärte werden uns nicht mehr ansprechen und das ist die einzige Lösung, eine Drachenseele zu bekommen. Tja, das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung. Ja, wenn... Ja, die anderen Drachen kriege ich ja nicht mehr. Es sei denn, wenn man jetzt Patronax tötet, dann kriegt man trotz... Dann kriegt man wieder die Drachen. Also, dann kriegt man wieder diese Drachenseelen. Also, von den getöteten Drachen hier in den Himmelsrand kriegt man die... Also, die Drachen, die man getötet hat, kriegt man dann wieder die Drachenseelen. So... So wollte ich das gerade sagen. Also, es ist... Tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt machen muss, wenn jetzt einige weinen. Aber es ist keine ich habe aber keine andere Möglichkeit. Es ist nur diese Möglichkeit. Es gibt schon ein. Klar, es gibt. Klar. Es gibt. Es gibt Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Zeit. Wow, lol. Jetzt bringen wir es zu Ende. Lol. Ich schätze mal, der Drache ist wohl ein bisschen verbuggt, will ich mal sagen. Sorry, Patronax. Es musste so kommen. Aber ich brauche deine Seele. Jetzt hassen uns die Graubärte. Das wollte ich euch zeigen. Das passiert, wenn man Patronax tötet. Man kriegt seine Seele. Nettes Gold hat er. Nettes Gold. Ach, die Bogen, die Aela gemacht hat. Gehen wir. Abgeschlossen. Schalte den Schreibwollenbögen frei. Lies Wachträume. Was braucht ihr? So. Wir geben ihr wieder mal diese... Drachenknochen. Es gibt zwar eine Lösung. Dann mal los. Aber das ist die einzige Lösung, Leute. Wir können nur bloß Patronax töten, wir brauchen unbedingt eine Drachenseele, dafür muss Patronax dran glauben. Aber das ist nicht so schlimm, also keine Sorge. Ich werde es aber trotzdem speichern. So, wir gehen erstmal zurück
nach Solzheim, denn da zum Skaldorf und dann ließ ich die Wachträume. Und dann treffen wir den ersten Drachblut. Bis gleich. Okay, Wachträume, los geht's. Und das wird jetzt eine lange Reise sein, weil das ist so groß, ey. Ja. Und das tut mir leid. Suche den Tempel von Merak auf. Okay. Das ist mir neu, dass jetzt da drauf steht, diese Wache, wenn man jetzt in den Wachträume liest. Ja, hier ist die Begegnung mit diesen Biestchen da. Welt schon schätzungsweise mir schon untergangen, ja. Jedenfalls, ich suche erstmal hier was auf wegen dem hier in der Dithra-Welt. Nämlich über. Oh, schön. Ja, damit mehr davon und ich freue mich auch dafür. Jedenfalls, ich gucke mich erstmal hier in aller Ruhe um, ob ich hier was finde. Papierrolle, Schreibfeder, beschädigtes Buch. Die gewandelten Trist, eine überarbeitete Chronik. Ach so. Wie soll ich hier den Tempel wie soll ich ins innere Tempel finden? Oh! Da oben sind schon zwei Drachen, wie ich da sehe. Lol. Okay. Also müsste da Merak da oben sein. Aber das ist schwierig, weil der Bereich ist ja so groß hier. Also von dem von dem Schwarzbuch der Wachträume. Dass man da gleich sagt, was macht man jetzt als nächstes und so? Und wo soll man da hin? Wo geht's da lang und so weiter? Fragen über Fragen. Ja, und es tut mir leid, dass ich jetzt Partonax töten musste. War keine andere Lösung gewesen. Ansonsten, weil wir jetzt Partonax getötet haben, vertrauen uns jetzt die Klingen wieder. So, den rufe ich mal als Beschwörung. Ja, da vorne wartet schon ein Mongo auf uns. Und ich nehme mal lieber den Feueratem in die Hand. Wieso zwei? Aufstehender Sucher. Boah, fuck, Alter. Boah, Alter, das war knapp, ey. Zur Hölle ist mein Schnellheilung. Lol. Das war gerade der Nebeneffekt. Feuerwahl. Kann eigentlich auch Feueratonarchen beschwören. Hier in diesen. Ach, knochenlose Glieder. Jetzt geht das ja hier los mit diesen. Okay, das ist Nummer 1, muss ich mir merken. Buch Nummer 1. Knochenlose Glieder. Oh, hier lang. Kapitel 2, das ist Kapitel 3 schon. Achso, Kapitel 3. Boah. Wo bin ich bloß?
knochenlose Glieder. Ah! Oh Gott, verdammt! Ich habe ja wieder ein bisschen Schwierigkeit da in den Stück hochgestellt. Ich mache das ja wieder auf Lehrling. Ja. Habe ich ja vergessen. Forschende Scheren hat was mit Krammen zu tun. Schätze ich mal. Rolle Schnellheilung. Nee, danke. Eine Rolle der Schnellheilung möchte ich nie so gerne haben. Aber jetzt hat sich da irgendwas geöffnet. Warte mal. Ach. Ich laufe schon wieder am falschen Weg. Ey. Von dort bin ich halt gekommen. Ist hier rechts lang, oder? Geht's hier rechts lang? Nein, hier geht's nicht lang. Einschalter. Ach ja, hier geht's ja weiter. Weil wie das immer aussieht, ey, das macht schon fast den Angst, ey. Man könnte sagen, da geht's nicht weiter, benutzt man Schalter und so. Wow, scheiße, das Ding bewegt sich. In den Gedanken sagt, Verzeichnis der Waffenverzauberung. Ach nee, da verbessert sich nichts. Rahmen für 2. Was? Ach, Quelle der Ausdauer, so. Rüstung ein. Was? Poet des Glanz? Okay. Netter Zweihänder. Ist interessant. Okay, da geht's nicht lang. Ich glaube, das ist Nummer 3. Das hat was mit Sperrkugeln zu tun. Sperrkugeln, ein Kokon. Was haben wir denn jetzt so? Geld? Ah, die Tür hat sich geöffnet. Danke. Oh. So. Hier, kurze Pause. Dann beim nächsten Part gibt's richtig was auf die Ommel gegen. Naja, ihr wisst schon wen. Mörrak. Jawohl. Es wird spannend. Ciao.